Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day R Billions mit der letzten Mission, die Göttin des Schicksals. Wie ihr sehen könnt, ich habe schon zweimal gesagt. Und beides Mal, weil ich einfach zu viel wollte. Aber diesmal werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich weiß es ungefähr, wo ich hin möchte und was wie auf mich lauert. Also zumindest im Anfangsbereich. Und jetzt schon bald sehen, was es ist. Aber zuerst mal zur Einleitung. Mit dieser finalen Kolonie wird das Imperium sein Ziel der Rückgewinnung von ihrem Ausgangsort im großen westlichen Grat über die Strände der großen östlichen See abschließen. Diese Baufläche ist von großer Bedeutung für das Imperium, denn hier befinden sich die Überreste der alten Zivilisation, welche vor der großen Pandemie hier gelebt hat. Wir wissen nicht viel über die Ursprünge, aber als Überleben dieser neuen Weltordnung sehen wir uns von den Göttern des Schicksals dazu bestimmt, die Welt wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Errichte eine große Kolonie für den Ruhm des Imperiums und widersetze den wohl gewalttätigsten Schwärmen, welche die Menschheit je gesehen hat. Als Tweet 130 Tage durchhalten. Wahrscheinlich wird es dann so 80, ne, wahrscheinlich dann 100 Tage werden oder sowas. Es wird auf jeden Fall böse. Es wird ziemlich böse werden. Wir werden auch manchmal auf dem Zahnfleisch kauen wahrscheinlich, aber ich würde mal sagen, so wie es bisher war, werden wir siegreich sein. Schönen Ratschlag, wenn man einen Kettensäge verwendet, dann soll man bitte seinen Mund geschlossen halten. Ja, das könnte sonst ein kleines bisschen ekelhaft werden, aber nur ein kleines bisschen natürlich. So. Nachdem ich weiß, wo was ist, stellen wir dich dorthin. Die stellen wir hier oben hin. Und dann würde ich mal sagen, ihr kommt soweit alle mal hier rüber. Darüber, darüber und darüber. Währenddessen können wir mal gucken, dass wir noch ein paar Gebäude hinstellen können. Und zwar, ich glaube, hier war es, oder? Ja, wir machen es einfach mal so. Macht es möglich. Los geht's. So, ihr alle dorthin. Position halten. Wer geht zu dritt dorthin? Position halten. Und so schnell wie möglich, so viel wie möglich hier töten. Weil das ist unsere Ausgangsbasis. Die wohl schlechteste Grundlage, die man sich so vorstellen kann. Mitten im Feindesgebiet zu sein. Mit kaum der Möglichkeit, groß was zu bekommen. Wenn man mal denkt, bisher ich hier mittendrin. Nein, wie das Kommando zu mir hinkommt, frage ich mich jedes Mal aufs Neue. Ah, das vergesse ich, weil ich schon so oft gespielt habe. Das Land der Ursprünge. Amerika. Wir haben die ganze Zeit auf einer Erde gespielt. Vielleicht auch einer fiktiven Erde. Aber das ist daraus geworden. Die Freiheitsstatue, where's God? Anscheinend nicht hier. Sogar auch, dass ich gerade zum ersten Mal mit einem abgeschützten kleinen Helikopter. Das ist echt traurig. Und gelegentlich hört man im Hintergrund sogar noch die Hymne, die sich so anhört von den Amerikanern, als wäre sie von toten Leuten gesungen. Das ist echt. Boah, da kriege ich echt einen Schauer. So, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch gebaut. Ah, Nahrungsmittel, stimmt, da war noch was. In seinem Nahrungsmittel war doch da noch eine Kleinigkeit. 4 Stunden, oh, die könnten eigentlich noch fertig werden. Das wäre super, wenn wir das hinbekommen könnten irgendwie. Gerade sagen, ihr kommt darum, ihr kommt darüber. Und ihr versucht so schnell wie möglich zu töten. Ich glaube, nachher müssen wir ziemlich schnell gucken, dass wir noch eine Kaserne hinbekommen, weil ich brauche Bogenschützen bis umfallen. Ich brauche ziemlich viele Bogenschützen, sogar so knapp 300. Wir haben ja genug Leute. Was bräuchten wir dafür? Wir bräuchten dafür, als das Verkehrte, Steine und Gold. Und das nicht gerade wenig, möchte ich mal behaupten. Wie wäre es denn, wenn wir den da einstellen? Dann wahrscheinlich hier oder hier hin. Ich muss mal nochmal gucken. Ich möchte erst das Sägewerk hier hingesetzt haben, bevor ich da großartig weitermache. Das merke ich momentan eh nicht. Wobei, wir könnten noch gucken. Ja, was kommen die 2, 3? Können wir noch vorhin hinklatschen. Wie es uns die Nahrung aufs Weite rausgeht. So, und du immer die gefährlichsten abschießen, genau. Die, wo am nächsten sind, sondern die, wo am gefährlichsten sind.
Sägewerk, genau, das wollten wir sagen. 10, 14. Ne, ja, machen wir dich hier hin. Das ist soweit schon in Ordnung. So, hier kommt noch was hin. Da können wir vielleicht dann nochmal ein normales Gebäude hinstellen, weil wir sagen, ach komm, warum soll es hier doch, wenn sie hier unten nochmal können. Das wird schon so rumpassen. Und ihr seid fleißig weiter am Töten, genauso wie ihr. Und sie werden auf jeden Fall keine Probleme haben, damit Veteran zu werden. Nicht in dem Maß, wie ich gerade am Töten bin. Ich kann sagen, dann bewege dich ein bisschen nach vorne. So, machst du den hier drüben fertig. Und den da hinten fertig. Dann helfen wir kurz ein bisschen aus. Oh, wir sind soweit. Wir sind hier auch soweit. Was brauchen wir denn noch? Wir haben ja ein bisschen Nahrung wieder. Das heißt, wir können hier auch wieder weiterbauen. Aber mehr geht gerade nicht, gell? Na, das wäre zu schön gewesen, wahr zu sein. So, nah können wir, glaube ich, eh nichts bauen. Das heißt, wir können... Oder können wir? Müssen wir natürlich erst noch... Dann warten wir kurz. Dann warten wir kurz ab. Je weiter ich nämlich nach vorne kann, mit der... je weiter ich hier hin kann, umso schöner finde ich es mit der Sägemühle. Und natürlich auch mehr Gewinn. Auf die Art und Weise. Ich würde mal sagen, das Regulieren gerade mit unserem Scharfschützen hat uns einiges eingebracht. Einige gute Punkte. Jetzt da gucken wir mal. Es geht erst hier hinten, okay. Dann hat sich das soeben erledigt. Hier kommt es erst hin. Und andere kommt hier oben hin. Brauchen wir schon mal zwei Stück davon hin. Das ist nämlich nicht das Verkehrteste hier. Und vielleicht noch ein paar Unterkünfte bauen? Warum eigentlich nicht? Jetzt zwei. Können wir mal machen. Und dann gucken, wie weit wir dann damit kommen. So, weil es schaut schon gar nicht mal so schlecht aus. Bitte hier rüberschießen. So. Damit ihr nämlich ein bisschen seitlich reinschießt. Und nicht direkt die, wo am vordersten Front sind. Das wäre mir nämlich auch gelegen an der Stelle. Dass die ja bis links machen, der ja bis hier unten macht. Und so können wir nämlich das Feuer, das Eisen aus dem Feuer holen. 200. Hier haben wir was. Und hier ist das nächste. Genau so habe ich es hingebaut gehabt. Bin ich gerade überlegen, weil ich glaube, hier war das Kraftwerk und hier waren zwei Forschungsgebäude. Na, komm mal hier rüber. Ich wollte gerade sagen, beweg dich mal weiter in die Richtung. oh je, das kann was werden. Ich würde am liebsten auch gerne das Paket hier holen. Aber das ist noch zu weit weg. Stein, 10 Einheiten Stein, oh, die sind gut. 10 Einheiten Stein sind richtig wichtig. Könnte ich nämlich die Kaserne bauen. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen hier weiterkommen. Weil ich würde es gerne riskieren eigentlich. Aber ich war das letzte Mal schon riskant, als ich so einige Sachen gemacht habe. 10 Arbeiter haben wir. Energie 10 haben wir auch. Also soll ich schon mal... Weil ich kann die Schreinerei schon mal machen. Die ist ja gar nicht mal so undumm. 20, 450 Gold, das haut hin. Ja. Ich würde sagen, wollte schieße ein bisschen nach da unten, dann passt es auch schon wieder. Uiuiui. Achso, was? Hehe. Kleiner, feiner Fehler gemacht. Das soll natürlich nicht dahin. Sondern hier rüber hin. Weil hier kommen natürlich dann meine ganzen anderen Gebäude hin für die... Kann man da vielleicht noch? Nahrung. Sagt es mir sowas wie Marktplatz oder sowas, kommt noch hin. Ich wollte gerade sagen, könntest du vielleicht die hier angreifen? Das ist ja bestimmt gar nicht mal so das Verkehrteste. Immer die anzugreifen, die am nächsten Grad an einem dran sind. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da der Einzige, wo so denkt. 20 Holz, als fehlt wieder das Holz. Okay, dann müssen wir so gerade ein bisschen warten. Dann hilft ja so quasi alles nichts.
Wir haben das Gold. Der Zug kommt auch noch gleich. Dann können wir nämlich ein bisschen was produzieren. So ein kleines bisschen was. Okay, du greifst das hier an. Ihr zwei greift die an. Dann mal den angreifen. Also solange hier noch ein paar sind, die irgendwie was machen können. Und gegen meine Leute ist schon mal nicht gut. Ich glaube, das wäre hier recht gut, oder? Machen wir es einfach mal. Alles gut soweit, alles gut soweit. Hier können wir hoffentlich ein bisschen was drücken an der Stelle. Und wir können gleichzeitig gucken, dass er hier oben mal was baut. Hier und hier. Mehr geht zwar nicht, aber was soll's. Gleich auf jeden Fall. Indem ich da oben ist, bin ich nämlich auch glücklicher mit der Welt. Haben wir denn hier die Chance? Wir können auch gerade nichts ausgeben, deswegen bauen wir den hin. Wir könnten aber... Ach doch, wir können was ausgeben. 15 hier wäre 18. Puh, 15, 18. 15. 13, 18. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Ja, können wir so machen. Können wir so machen. Und hier mit der Nahrung ein bisschen hausiere. Genau, ihr greift das an, ihr greift das an, ihr greift das an. Haben wir denn noch die Chance? Yep, haben wir. Einmal. Gerade sagen, wo sind da bitte Gegner? So, jetzt da. Puh, hast du nämlich auch mal auf der sicheren Seite ist. Und ich glaube, ich bin auch mal so frei und... Ah, wir haben kein Holz. Ich würde sagen, weiter oben noch was sind super, aber wir haben kein Holz. Das sehe ich nämlich Schirgan nochmal. Oh, ich komme auf Ideen. Farm. Ganz wichtig, Farm. 10 Holz, da fehlt auch ein bisschen Holz. Also ich fehlt gerade Holz, stelle ich gerade fest. Das ist niemals gut. So, ihr geht hier runter und ihr kommt auch noch ein bisschen mit nach unten. So viel wie nur geht. 10 Stunden haben wir sogar noch, aber ich glaube, wir können... Ah, doch, wir können. Hm, ja, noch. Wir können ziemlich viel, stelle ich gerade fest. Trotzdem ja so quasi richtig gut. Und irgendeine Nahrung ist jetzt wie weggegangen. Warum ist eine Nahrung weggegangen? Aber weil wir das verbaut haben. Macht Sinn an der Stelle. Mach ich bloß kurz ein bisschen mehr Gold. Dann bitte Leute, tötet ein bisschen mehr. Ihr zwei kommt dorthin und du kommst hier rüber. Könntest nämlich ein bisschen nach links weiter auskundschaften. Ihr bitte abschießen, dankeschön. Einmal bitte freundlich, so wie ihr seid, ins Gesicht schießen. Das wäre eine Wonne für mich, eine richtige Wonne. Und zack, fehlen damit. Sieht passt und hat ganz viel Luft. Du baust bitte mir den nächsten Bogenschützen. Oje, 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 oje. Sagen, könnt ihr vielleicht hier die hier ein bisschen kaputt machen? Na, ja, ja, ja. Ich würde sagen, bitte ihn kaputt machen, bitte ihn kaputt machen. Das wäre ganz, ganz nett, das wäre ganz, ganz nett. Komm, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Dankeschön. Ihr zwei ab nach da drüben. Wo kam der auf einmal her? Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen nichts gesagt habe, aber das ging mir gerade ein bisschen zu heftig. Das war jetzt gerade ganz, 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 ganz unschön. Okay, aber eins wird schön werden. Die Farmtechnik gleich. Wenn wir ein bisschen Energie hätten, stelle ich gerade zu meiner Verwunderung fest. Was ist denn davor hier? Hier was hinstellen?
Da kann ich was hinstellen. Dann machen wir doch hier was hin. Dann bauen wir doch hier eine Kleinigkeit noch hin. So, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Ihr kommt dort rüber, ihr kommt dort rüber. Passt zu weit. Einfach nur um zu gucken, dass hier auch ja keiner mehr ist. Okay, wir brauchen Strom, aber nicht für alles brauchen wir Strom. Außer für das hier. Energie 4 kommt noch. Gold 300 kommt noch. Dann müssen wir einfach gucken, dass wir auf jeden Fall jede Menge... Dankeschön. Jede Menge Soldaten hier schicken an die Front. Beziehungsweise Soldaten ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Jäger. Unmengen an Jägern. So, hier der nächste. Achso, warte, du kannst eigentlich mal hier hinkommen. So, hier hingestellt und gut ist. 500 Nahrung. Wie schaut es mit dir aus? Die Mühle ist auch gleich fertig. Yep, wunderbar. Das haben wir doch jetzt gebraucht. Ah, Mist. Wie machen wir das? Das ist am blödsten, damit wir da auch hinkommen. Ich sage jetzt einfach mal, wir stellen ihn dorthin. Und danach können wir nämlich schauen, wo wir hinkommen. Hier auf jeden Fall. 14, 15. Das wäre nicht ganz schlecht. Mit ein bisschen Gold können wir sogar noch. Oder? Ich wollte gerade sagen, du bleibst hier und schießt ordentlich. Können wir gleich hier nochmal ein kleines Zelt hinbauen. Schwachsinn, hier jetzt da. Ich würde sagen, warum funktioniert das hier nicht? Er muss aus richtig auswählen, dann kann man ja aus richtig hinbauen. Weil die Farm kommt nämlich hier auf jeden Fall hin. Da hat sie großes Potenzial, sich hier auszutoben, so quasi. Stimmt, genau hier, 60. Sobald wir auf jeden Fall das nötige Kleingeld dafür haben. So, und ihr stellt euch einfach hier hin und wartet. Nee, gar nicht weit, ihr bleibt einfach hier stehen. Dann bin ich auch schon richtig froh und glücklich mit euch. Können wir zusammen glücklich sein. Na komm. Dankeschön. ...62, das ist viel und das ist gut und das ist auch fein. Bei den Rest können wir gerade so nicht brauchen, aber hier noch ein paar weitere. Okay, wie wär's denn, wenn wir gerade sagen, gehst du mal mit hier rüber? Genauso wie du hier rüber gehst. Das sollte doch ein bisschen besser aushelfen. Wir haben Arbeitskräfte, wir haben das. Entschuldigung, ich bin gerade in Gedanken schon wieder zwei Schritte weiter. Wir hatten das und wir hatten das hier. So, wir brauchen auf jeden Fall noch... Ah, nee, was wir brauchen. Mit dem nächsten der Marktplatz. Wegen unserer Überproduktion, die wir definitiv haben. So, 450. Komm, komm, komm. Mach noch ein paar Stück tot. Nur ein paar, nicht viel, aber ein paar. Herrlich, so. Da wurde doch ein Shoot raus. So, wir haben genug. Wir haben definitiv an der Front genug. Es wird auch erforscht bereits. Sollen wir noch mehr Leute machen momentan? Ich überlege gerade, ob ich die Soldatenfront schon ausbilden soll. Auf Dauer brauchen wir sie. Auf Dauer brauchen wir Soldaten. Auf den Anfang brauchen wir nämlich auch ein bisschen andere Sachen. 3. 4. Nochmal 4 und 4 sind 7. 3. Weil ich glaube, ich habe beide auf die Seite gebaut. Das heißt, es war in der Theorie eigentlich egal. Ich glaube, ich habe es einmal so hingebaut und einmal so hingebaut. Genau, einmal so und einmal so.
damit der Bereich hier frei ist, damit ich hier weitere Zelte hinstellen kann. Genau so war's. Jetzt da. Gerade sagen, irgendwas habe ich doch gemacht gehabt.